Hallo und herzlich willkommen zur Folge 154 von Elex 2. Gerade intensive Kampfmusik. Wir sind in der letzten Folge am Ende, mitten im Gebirge, auf einen Kampf gestoßen. Ein Bandit gegen irgendeinen Berserker. Und jetzt helfen wir natürlich dem Berserker. Ein Kopfgeldjäger, der Berserker. Der beinahe draufgegangen wäre bei der Aktion. Keinen eigenen Namen besitzt. Ich hatte jetzt eigentlich schon die große Hoffnung, dass es sich hier um einen Quest-NPC handeln könnte. Aber mal schauen, wer das ist. Der hat keinen eigenen Namen. Da hinten ist eine Doppelläufige durch die Gegend geflogen. Das kann auch einfach nur so ein random Kampf gewesen sein hier in der Wildnis. Ein Kampf, der auch keinen Gewinner haben soll, dass man sich einfach irgendwie zuschaut und dann vermöbeln sich da zwei Fraktionen und ja, hier ist auf jeden Fall ein toter Morkon. Schön, dass die immer Schrotpatronen dabei haben. Egal, quatschen wir mit dem Typ. Jetzt nicht. Und der hat nichts zu sagen, das heißt... Jetzt nicht. Das ist ja im Prinzip nur ein kleines World-Event gewesen, auch wenn ich nicht glaube, dass die generisch spawnen, diese World-Events. Aber, ja, schon sonderbar. Und wo wir denn getroffen haben, hier mitten im Nirvana. Will ich gerade nochmal schauen. Viel weiter geht's da oben wirklich nicht, ne? Also wenn hier irgendwo im Gebirge noch was Sonderbares zu finden sein sollte, dann fresse ich einen Besen. Ihr könnt mir das gerne mitteilen, sofern ihr es wisst. Sonst würde ich jetzt nämlich wieder wie ein Mensch auf herkömmliche Transportwege zurückgreifen wollen, wie eine Straße. Und da finden wir direkt Zeug bei einer alten Felslibelle. Da wurde wohl irgendein Händler überfallen. Und ein kleiner Elex-Tank. Den kann man hier mitnehmen. Da haben wir schon 12 jetzt auf der hohen Kante. 6000 EP, die wir uns zuflößen könnten. Ich frage mich, ob man aus den kleinen auch mittlere oder große machen kann. Dann würden die immens an Wert gewinnen, die kleinen. Denn die sind ja sowieso obsolet. Ja, weil man kann ja auch einfach ein paar Gegner töten, die nachspawnen. Dann hat man denselben Effekt, und zwar mehr EP. Haben wir hier noch eine kleine Blutkralle? Nee, doch. Er ist ja lustig nach oben weggeflogen. Hier haben wir noch mehr Unrat. Also Unrat ist auf jeden Fall so eine Stärke von Karakis. Da findet man sehr viel Schrott rumliegen. Oder halt Zeug, das man aufsammeln kann. Ja, Teres ging das bisher, ne? Das war jetzt nicht so viel. Da hinten haben wir auf jeden Fall eine Menge Nachtschatten. Ich glaube, da wird gleich die Schrotflinte mal rausgepackt. Lästige Nachtschatten. Eine Quest. Übrigens gilt das auch für den keuchenden Troll. Der war bisher irgendwie noch zu keiner Quest irgendwie Teil davon. Genau wie diese, hatte ich ja erst letztens wieder erwähnt, die komischen Händlerwaren-Dinger. Also entweder gibt es da noch später ein paar Quests, die wir jetzt wieder... Also in einem anderen Passus, in einem anderen Kapitel. Das ist ja übrigens auch nicht unmöglich. Das ist zwar eigentlich was, was ich... Womit ich gar nicht mehr rechne. Okay, wir haben eine rostige Schatulle auf jeden Fall. Ne, was ich sagen wollte, irgendwie... gehe ich schon bei Elex 2 gar nicht mehr davon aus, dass wir von... selbigen Fraktionen in einem späteren Kapitel auch noch Quests erhalten könnten, aber unmöglich ist das gar nicht. Aber wozu die dann jetzt schon spawnen? Drecksviecher. Also wir haben auf jeden Fall Heldentat des Tages abgeschlossen. Und meine Vermutung jetzt wäre, dass wir hier irgendwo einen NPC in der Nähe haben, von dem man diese Quest erhalten haben könnte. Das Problem ist nur, weil wir es jetzt schon abgeschlossen haben, selbst wenn wir einen Namen haben hier im Questlog, keine Ahnung,
was es damit auf sich hat. Ich gehe mal von aus, die Quest müsste Karakis sein. Oder vielleicht Ateris. Mal gucken. Nö. Dann, es muss sein, Karakis. Heldentat des Tages. Oh, haben wir hier viel Kram gemacht? Bin ich blind? Ne, hier oben auf jeden Fall nicht. Warum bin ich nur so blind? Heldentat des Tages. Der keuchende Bergtroll. Da ist es doch ganz unten, nicht blöd, Mann. Einige ziemlich lästige Biester stören die Gebiete der Morkons und Karakis. Wäre alles viel entspannter, wenn das geklärt wäre. Ja, also die Quest und auch der keuchende Bergtroll. Die. Und die herrenlose Ware. Die lassen alle nicht irgendwie auch nur in geringster Weise was von einem Questgeber verlauten. Das ist einfach total sonderbar. Aber hier oben im letzten Eck wären eben jene lästigen. Und da hinten ist eine Person. Eventuell gibt die uns ja gleich ein Update. Manchmal spawnen die einfach, okay. Halt! Keinen Schritt weiter! Das ist doch wohl jetzt nicht dein Ernst, Junge. Ich sehe schon, du bist ja gar nicht... Egal, nichts für ungut. Ich hab dich wohl verwechselt. Wen hast du denn erwartet? Ich dachte, du wärst einer meiner Aufseher und willst mich kontrollieren, ob ich meine Aufgabe auch erledige. Okay. Jetzt sind wir natürlich wieder nasty dabei. Das heißt, wir müssen uns wie ein Arschloch verhalten. Und die Quest ist vermutlich eh schon erledigt. Also der könnte jetzt wenigstens mal für die hier zuständig sein. Also manchmal spawnen die auch, ne? Also der ist ja erst aufgetaucht, nachdem die tot waren. Vielleicht hätte man bei dem keuchenden Troll ein bisschen länger warten sollen oder bei der herrenlosen Ware. Keine Ahnung, ob da noch was auf uns zukommt. Wer weiß. Wer ist dein Aufseher? Ich könnte dir das erzählen, aber dann müsste ich dich töten. Hm. Ja, tut mir leid, ich weiß. Aber ich habe die Regel nicht gemacht. Von welchen Regeln sprichst du? Na, den Mist, den die oberen Patriarchen uns jungen Vandalen ständig eintrichtern. Von wegen der göttlichen Fügung, Ausrottung und Zerstörung und so. Ich sehe schon, du bist ein wahrer Experte für die Ideologie der Morkons. Nee, eben nicht. Das ist ja der Grund, warum ich immer Ärger bekomme. Ein Morkon hier draußen? Ganz allein? Ja, ich weiß, es ist gefährlich. Aber ich muss doch meinen Auftrag erledigen. Auch wenn ich dabei draufgehe. Okay, speichern wir nochmal ganz kurz. Was ist deine Aufgabe? Was genau ist denn deine Aufgabe? Immer wieder schleichen sich einige lästige Nachtschatten gefährlich nah an den Eingang unserer Grotte. Mein Aufseher sagte mir, er wüsste, wo das Nest dieser Biester sei. Er hat mich losgeschickt, das Problem an der Wurzel zu packen. Du halbe Portion sollst ein Nest voller Nachtschatten säubern? Mann, 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 Mann. Da will dich wohl jemand loswerden. Glaub mir, ich bin nicht durch Zufall Vandale geworden und kann ganz schön zäh sein, wenn es zum Kampf kommt. Kann schon sein, aber Nachtschatten sind hochgefährlich. Ja, ja, das weiß ich doch. Aber ich muss mich doch drum kümmern. Aber doch nicht allein und schon mal erst recht nicht ohne weiterführende Ausbildung. Du bist Vandale, sagst du. Dann fehlen dir auf jeden Fall ein paar Körner, um so einen Job zu erledigen. Ja, aber das würde ja bedeuten... Genau. Dich will jemand aus dem Weg räumen. Verdammt, vielleicht hast du ja sogar recht. Aber ich kann ja nichts machen. Wenn ich unverrichteter Dinge wieder zurück in die Grotte gehe... werden sie mich töten und ich kann meine Größe nicht mehr unter Beweis stellen. Wie gesagt, ist eh erledigt. So, nochmal, ich bin sehr paranoid, deswegen speichere ich sehr oft ab. Nicht, dass die Nasty dann wieder Randale macht. Dein Arsch ist gerettet, würde ich sagen. Das Nest ist ausgeräuchert. Sind sie erledigt? Alle? Wirklich? Deine lästigen Nachtschatten werden niemanden mehr angreifen. Es ist also vorbei. Oh Mann, wenn ich das meinem Aufseher erzähle. Du solltest froh sein, dass du noch lebst und die Scheiße los bist.
Wenn ich du wäre, würde ich mich ganz still verhalten und hoffen, dass man dir nicht noch so ein Himmelfahrtskommando befiehlt. Ja klar, du hast natürlich recht. Ich stehe tief in deiner Schuld. Hier, nimm dies. Dafür, dass du mein Leben gerettet hast. Schon gut. Und jetzt hau ab und halt dich besser im Hintergrund. Okay, ich danke nochmal. Ich könnte mir vorstellen... Ich sehe kleiner aus, als ich wirklich bin. Denn ich fühle mich viel größer, als die Leute mich einschätzen. Ich habe das Gefühl, dass der Pepe vielleicht dann auch noch den anderen hier erledigen soll. Den keuchenden Troll. Also vielleicht finden wir den nochmal hier im Ödland von Karakis. Dann aber eher durch Zufall, weil ich ja keinen Grund habe, hier jetzt nochmal ganz Karakis abzulaufen. Aber theoretisch könnte der eventuell dann nochmal auftauchen und wir quatschen ihn voll oder können ihn voll quatschen. Ich hoffe nur, der stirbt auf dem Weg nicht. Wie gesagt, bei den Gefährten ist das ja so. Die laufen dann wirklich kreuz und quer durch die Prärie. Und können doch theoretisch auch Probleme machen, indem sie auf irgendwelche Gegner stoßen. Da finde ich die alte Art und Weise dann doch besser, wenn die einfach von einem zum anderen Punkt teleportiert werden. Auf der anderen Seite glaube ich aber nicht, dass die dann... Weil die laden ja nicht dauerhaft die ganze Map, ne? Also ist ja nicht so, dass da jetzt dann 200 Meter entfernt irgendwelche Kämpfe stattfinden, die berechnet werden müssen. Und ich sehe davon gar nichts und kriege davon auch nichts mit. Das wäre ja einfach nur komisch. Gucken wir uns mal hier hinten um. Einfach mal ganz kurz. Haben wir doch wenigstens diese kleine Quest lösen können. Mit dem Unglücksraben. Na schön. Dann ist das eben so. Aber da geht es jetzt eigentlich nur ein Teleporter. Sehr gut. Den können wir auf jeden Fall mitnehmen. Und wenn wir das Gebiet erstmal in Ruhe lassen, weil das wird auf jeden Fall noch später wichtig sein. Da kommen wir gar nicht außen rum. Da müssen wir so oder so hin. Da fliegen auch irgendwelche Viecher rum. Ich glaube, die kenne ich noch gar nicht. Ne? Also man findet hier trotzdem immer wieder neue Gegner. Auch wenn einem der Gegner Typus klar ist. Das ist jetzt auch nur hier eine Sky-End-Libelle, wenn man so möchte, aber haben wir, glaube ich, noch nicht getroffen. Also schießen wir es ab. Das Vieh. Gamara. Da ist der Teleporter. Hier wäre vielleicht der Blaster eine bessere Idee gewesen als die Schrotflinte auf die Entfernung, aber egal, es hat ja funktioniert. Und die Waffe hat dann einfach viel mehr Wumms, ne? Ist klar. Also lassen wir mal hier diese ganze Region hier noch aus, weil da kommen wir noch hin. Das heißt, ich will eigentlich nur mir die Bude hier anschauen und dann zurück zu den Strukturen in Ateris, also die Straße entlang hier oben, mal gucken, was hier für ein Sendemast umgefallen ist. Das Gebäude und dann vor allem das alte Eisenwerk. Da müsste ja doch was zu holen geben. So, jetzt können wir hier relativ geradeaus entlang düsen. Wenn doch nur das Jetpack noch ein bisschen schneller regenerieren würde. Und da haben wir direkt Gegner. Ein Stachelrücken gegen einen Kreischer. Die pure Wildnis von Karakis. Nur der Stärkste überlebt. Und in manchen Fällen nicht mal der. Weil dann irgendein abgefuckter Typ mit einem Kettenschwert vorbeikommt. Und auch dieses Vieh dann erledigen muss. So, da hinten haben wir noch so ein Vieh. Und schon wieder Kampfesgeräusche von weiter weg. Noch ein Kreischer. Das ist wohl ein ganzes Nest hier. Jetzt wollte ich gerade wieder losfliegen und habe gemerkt, dass mir der Treibstoff dazu fehlt. Wenigstens jetzt wird es jetzt trotzdem hell. Und hier in diesem kleinen Gebirge ist ansonsten nicht viel. Außer einer Menge Kreischer, Reiser, Stachelrücken und Co.
Aber der Charge von dem Reißer eben hat uns ja fast keinen Schaden gemacht. Also so langsam greift es mit der besseren Rüstung auch. Ich weiß, ich lümmel wieder wo ganz anders rum. Aber irgendwie hat es mich jetzt hier gerade doch nochmal ein bisschen gecatcht. In der Drachenechse. Und irgendwie fliegendes Vieh. Natürlich. Ey, wenigstens hat Ness doch tatsächlich mal angegriffen. So, das Vieh erledigen wir gleich. Mensch, hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet, dass ich wirklich Hilfe bekomme von Nasty. Das ist ja Wahnsinn. Ja, die hat geschossen und zugeschlagen. Das ist ja absoluter Sonderfall hier. Goldener Teller. Auch mehr Kram. Das sind alles Stühle und Hocker. Ja. Jetzt haben wir hier doch noch so eine Bude gefunden. Auch wenn ich in der Region hier eigentlich, wie gesagt, später vorbeischauen wollte. Jetzt habe ich es doch getan. Ein Symbol von Kalan. Ort. Und hier fehlt mir die Truhe oder der Tresor. Keine große Ausbeute leider. Düsen wir mal zurück. Pestgreif können wir leben lassen. Wir müssen ja jetzt nicht auf Teufel komm raus jedes Vieh umbringen. Spawnt ja eh alles nach und es gibt sowieso alles in Hülle und Fülle hier. Die Geschwindigkeit ist schon ganz nett vom Jetpack, so ist nicht. Und ich hatte wirklich echt ein viel schlimmeres Gefühl beim Jetpack. Aber wunderbar ist es natürlich trotzdem nicht. Und smooth kann man hier nicht reden. Aber es hätte auch alles schlimmer sein können. So, da oben haben wir einen Zaun, da haben wir so ein kleines Militärlager oder was? Auf jeden Fall haben wir hier weiches Toilettenpapier. Kaffeebohnen, Titanbecher. Na gut, das ist hier kein Militärgelände, das kann auch einfach so irgendein Sicherheitszaun installiert worden sein. Was weiß ich. Sieht mir eher aus wie eine weitere Werkstatt oder ein Schrottplatz oder so. Da kriege ich wieder Fallout 4 Vibes. Da drin liegt sogar ein Schwert. Hängt an der Wand der Rasierer. Alles klar. Wetten, dass der Rasierer gar nicht so gut ist? Ja, der ist echt gar nicht so gut, aber der ist ganz nett. Also jetzt von uns schon, wie gesagt, enorm weit entfernt. Sie entfernte in einer Schlacht den Bart eines Berserkers, der daraufhin in Raserei verfiel, den Besitzer tötete und die Klinge an sich nahm. Schöne Geschichte. Der Rasierer. Mhm. Die 1 ist kleiner als die 8, ist größer als die 5, ist kleiner als die 9. Die 8 ist kleiner als die 9, ist größer als die 2, ist kleiner als die 6. Okay. Die 6 ist kleiner als die 9, ist größer als die... Nee. Also die 7 ist kleiner als die 8. Okay, die 4? Das okay, 6, 9, 3, 8. Geht doch. Gut offen ist der Bums. Aber hier drin ist leider nur Schrott. Das Wertvollste sind wahrscheinlich noch die 40 Zigaretten. Und das sind umgerechnet halt 40 Elexit. So, oben auf dem Dach ist noch ein bisschen Zeug. Das sieht schon ein bisschen militärischer aus, ne? Mit den ganzen Sandsäcken und so. Aber eventuell war es auch nur eine normale Bude, die man da mit Sandsäcken, ne, so apokalypsemäßig auch ausgestattet hat. Ist ja auch gut möglich. Was ist hier hinten am Autobahnschild? Ist hier was? Aha! Das ist doch Schrott. Ja, das ist tatsächlich. Ja, ist ein Overkill, so klein Vieh mit der Schrotflinte wegzuballern. Aber es macht Spaß und wir haben 6er Schuss. Also halte ich mich nicht zurück. So, und hier waren wir schon.
hier bei diesem Restaurant, ehemaligen Restaurant. Dass wir können jetzt eigentlich, da wir ja in Caracas schon ausgiebig unterwegs waren, von hier aus, jetzt geht auch die Sonne auf, zurück nach Arteris und dann nochmal auf der anderen Seite der Straße hochlatschen. Ein bisschen ins Gebirge hinein. Zu den Strukturen, bei denen wir noch nicht waren, die man auf der Karte erkennen kann. Und dann geht's ab zum alten, was war's, Eisenmine, ne? Bergwerk, Eisenmine, sowas halt. Also in der nächsten Folge erwarten uns hoffentlich wieder etwas, spannende Locations, kleine Abenteuer, vielleicht eine Quest. Mal gucken, was so ergeben wird. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.